Dann starten wir jetzt einmal in der einfachsten Form. Wie immer der Kaffee. Dann starten wir mal den Browser. Ich nehme da den Chromium und gebe da einfach ein jitsi.org. Land dann auf der Seite und gleich da unten steht Start a Call. Und da in der Mitte, da denke ich mir den Namen aus. Da steht ja schon da sowas wie Medium, Talks, Sam, Zoom. Die haben überhaupt keine Bedeutung. Ich lasse mir da jetzt einfach einfallen. Auto, Haus, Garten, See, das habe ich nämlich vorher schon ausprobiert. Und das nehme ich und sage los. Und schon bin ich da. Da drücke ich dann gleich mal F11 und schon bin ich da im Vollbildmodus. Ja, es kommt da gleich rechts unten da teilen. Da sieht man den Link. Den kann ich kopieren und dann per Mail verschicken. Tja, wo fangen wir da an? Am besten einfach, indem ich das Programm da mal erkläre, was da alles möglich ist. Rechts unten die drei Punkte. Da habe ich recht viele Punkte. Bei den meisten ist das da Englisch. Ich habe das vorher schon umgestellt gehabt. Da bei Einstellungen, das ist das Zahnradl. Wenn man das auswählt, dann sieht man als erstes einmal die Geräte. Da unten sieht man, dass mein Mikrofon angeschlossen ist. Also das geht. Mikrofon intern ist. Also damit ist der Stecker da gemeint. Sein tut sich da das kleine Mikrofon. Kamera ist diese Action Cam, die ich da angeschlossen habe. Fertig. Ob der Lautsprecher funktioniert, da könnt ihr einfach sagen, Prüfton wiedergeben. Passt, Lautsprecher funktionieren. Bei Profil, da schreibe ich einfach meinen Namen rein. Bei Mehr, da ist die Stelle, wo ich auswählen kann, welche Sprache. Und da herüben, alle Teilnehmer treten stumm geschaltet bei. Das mache ich meistens so. Okay, und wir sind fertig. Dann, das nächste, was einem auffällt, das sind diese Kacheln da. Wenn ich da drauf drücke, dann befinde ich mich jetzt im Vollbildmodus und ich habe da, sieht man das irgendwie? Da oben sind so die anderen Teilnehmer. Oder meistens sind sie da unten, das ist jetzt schlecht, gell? Weil ich habe keinen zweiten. Ich könnte jetzt jemanden dazu holen. Warten wir einen kleinen Moment. Dann hole ich da jemanden. Viele Geräusche hört, dann ist es da der Lüfter vom Laptop, weil der tut gleichzeitig den Bildschirm aufzeichnen und den Videostream da vorarbeiten. Das bringt ihn ziemlich an die Grenze und ich spare mir heute wahrscheinlich die Heizung. So. Jetzt ziehe ich also den anderen Teilnehmer in groß. Ich kann jetzt auf die Taste 0 drücken. So kann ich zwischen die Teilnehmer da hin und her schalten, gell? Oder wenn ich einfach sage, nein, ich möchte alle sehen, dann drücke ich auf die Kachel da unten. Und schon sehe ich alle Teilnehmer, die da dabei sind. Je mehr, desto kleiner werden die Kacheln. Und man sieht da, sieht man jetzt nicht, da, wo zeige ich das da her? Hier. Hallo, da sieht man, dass mein Mikrofon funktioniert. Während man beim anderen sieht, dass das Mikrofon stumm geschalten ist. Sollte das eingeschalten sein, ja, da rechts unten die Punkte, das ist unsere Zentrale. Da kann ich grundsätzlich einmal alle stumm schalten. Das heißt also genau genommen alle außer sich selbst. Ich arbeite da sehr viel mit Tastaturkürzel, weil ich am Laptop bin. Manche Sachen gehen am Handy auch. Handy, Stichwort, der Biber. Würde der jetzt das können und das Handy waagrecht hinlegen, dann hätte ich da so ein Vollbild wie bei mir. So, die Tastaturkürzel. Wenn ich mich selber stumm schalten wollte, dann heißt es so viel wie Mute auf Englisch, Taste M. Noch einmal M, dann ist das wieder eingeschalten. Ich habe also auch bei mir da das Icon, dass das stumm geschalten ist.
Wenn man das Video blind schaltet, ich weiß gar nicht, wie man da auf Englisch sagt, dann ist das V wie Video. Und wenn man da im Profil einen Namen eingeben hat, dann erscheint da der Anfangsbuchstabe. V wieder einschalten. Ist ein bisschen angestrengt, gell? Was haben wir da noch für tolle Sachen da drinnen? Wenn da mehrere dabei sind, kann man bei den Qualitätseinstellungen umschalten auf niedrige Auflösung. Wenn man nur zu zweit ist, dann spielt das keine Rolle. Und ich habe auch, wenn da mehrere Leute mit involviert waren, noch nie gesehen, dass das irgendwie schier war. Ich habe die Möglichkeit, also über YouTube einen Live-Videostream zu starten. Dann können also andere Leute da einfach zuschauen, wie wir da reden. Dazu brauche ich halt einen YouTube-Kanal und den entsprechenden Livestream-Key, den muss ich da eingeben. Aufnahme, das funktioniert, habe ich da gesehen, indem man es auf die Dropbox hochladet, das mache ich nicht. Gell? YouTube-Video teilen, wenn ich das mache, dann kann ich da einen Link eingeben und den anderen Konferenzteilnehmern einfach die Möglichkeit geben, da das YouTube-Video anzuschauen. Hintergrundunschärfe aktivieren, da steht groß Beta dabei. Ich druck das auf meinen Laptop nicht, weil der bockt das nicht. Aber ich habe das schon gesehen in einem Echtbetrieb bei einem von meinen Schülern. Wenn man dann so ziemlich in der Mitte sitzt, da, gell, dass da ungefähr so der Kopf ist, dann erkennt das die Kamera und alles, was da im Hintergrund ist, das wird unscharf gestellt. Auch nicht unpraktisch, wenn man so seine Unordnung nicht herzeigen möchte. Die Einstellungen haben wir schon gesagt, alle stumm schalten, fertig. Und wenn sich jetzt jemand die Tastaturkürzel nicht gemerkt hat, da unten Tastaturkürzel anzeigen, dann sieht man sofort, wenn ich da steht eben das Fragezeichen druckt, dann habe ich dann den gleichen Effekt. Also ich kann schlicht und einfach Shift Fragezeichen, dann habe ich da meine Tastaturkürzel. Viele sind sie damit, die wir brauchen. M wie Mute oder Entmute, also stumm und laut schalten. Die Kamera ist Video, Vogel V. Dann haben wir da ist ein C wie Chat. Also, ich kann durchaus da C drucken. Dann öffnet sich da der Chat und ich kann dann sagen, hallo. Da kann ich also mit den anderen reden auch, falls irgendwie ein Mikrofon einmal ausfällt. Fokus woanders hinsetzen. C und weg ist der Chat. Fragezeichen. Was haben wir da noch? Handheben, raise the hand. Das ist also, wenn jetzt alle stumm geschalten sind und einer möchte was sagen, dann drückt einfach die Taste R. Dann erscheint da eben so eine kleine Hand. In dem Fall, ich möchte sprechen. Wenn das die anderen machen, kriege ich da ein Feld, wo dann steht, Biber möchte sprechen. Hand wieder runter. Was haben wir noch für Tastaturkürzel, die da wichtig waren? Push to talk, das ist das Drücken, um zu sprechen. Wenn man das macht, wenn man gemutet ist, also stumm geschalten, und dann drückt man auf die Leertaste, dann ist das Mikrofon eingeschalten und man kann reden, solange wie man die Taste drückt. Und wenn man sie loslässt, ist man wieder stumm geschalten. Das war es auch schon. Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Kamera ein- und ausschalten oder Mikrofon ein- und ausschalten. Ja, versuchen Sie zu sprechen. Ihr Mikrofon ist stumm, ja, aufgehoben. So, das ist das Symbol für den Chat. Das ist das Symbol für die Handheben. Das kann man also alles da mit der Maus ansteuern. Und dann das Letzte, was wir noch haben, das ist Bildschirm freigeben. Ich kann also da drauf drücken und dann sagen, entweder your entire screen oder eine Applikation. Jetzt habe ich natürlich im Hintergrund nichts gestartet, gell? Sollen wir das machen? Ja, ich zeige das eigentlich immer. Geht auch Chromium Tab. Schau, ich habe da zum Beispiel, das ist das, wo wir gerade drinnen sind, das Jitsi Meet und Jitsi.org. Wenn ich da jetzt sage Share, dann sehen alle Teilnehmer da das Tab von dem Chromium Browser. Und dann, wenn ich das nicht mehr will, dann sage ich einfach Stop. Jitsi Meet. Da sind wir wieder. Jetzt habe ich also ein Programm im Hintergrund gestartet. Da kann ich also hergehen und sagen, ich zeige euch jetzt das Programm.
Dann gehe ich da auf Application Window, nehme da das, das ist so ein Bildbetrachtungsprogramm, Share. Und schon sehen da jetzt alle nur mehr den Bildschirm und die kann da zeigen, wo ich mit der Maus hinfahren will und sagen, da schaut es mir da her, da ist Datei und da kann ich das jetzt suchen, umbenennen, wie auch immer. Also so kann ich dann erklären, wie ich ein Programm bediene. Und dann kann ich da unten sagen, Stop Sharing, I für mich. Und damit bin ich wieder da. F11. Das war's eigentlich schon. Mehr braucht man da nicht. Rechenleistung, Kamera, Mikrofon und eine gescheite Internetverbindung. Tja, und jetzt kann ich da so reden. Weil ich könnte mich genauso gut da einblenden, dann schaue ich da hinein. Ja, sieht man das? So, da schaue ich hinein oder ich schaue da hinein.